Hallo, mein Name ist Thomas Kaiser. Ich bin seit 8 Jahren Geschäftsleiter bei Real in Passau. Sie werden es als normal empfinden, dass Märkte, die hier nominiert sind, von einem guten, leistungsstarken und motivierten Team getragen werden. Trotzdem, oder gerade deshalb, möchte ich mit meinem Team beginnen. Denn es ist die zentrale Säule unseres Erfolges. Bei einer Fläche von fast 7000 Quadratmetern und mehr als 125 Mitarbeitern spricht man oftmals von einer anonymen Großfläche. Genau das ist bei uns anders. Durch die Arbeit meiner Mitarbeiter ist es gelungen, vielen Kunden das besondere Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln, das sie sonst nur vom Nahversorger um die Ecke kennen. Dadurch ist der Kundenzufriedenheitswert für unseren Markt seit Jahren kontinuierlich ansteigend und überdurchschnittlich hoch. Es ist mir wichtig, meiner Mannschaft auch das zu vermitteln, weil es sie motiviert. So entsteht die besondere Atmosphäre, für die uns unsere Kunden so schätzen. Wir haben bei Lebensmitteln gezielt unsere regionalen Sortimente ausgebaut. Bei uns gibt es unter anderem aus der Region einen Bio-Bäcker NSB, Frisch- und Räucherfisch aus dem nahen Bayerischen Wald, Molkereiprodukte aus dem Rottal oder Äpfel und Saft aus Passau. Das Sortiment unserer Wurst-Bedientheke stammt zu 80% von einem heimischen Metzger. Aufgrund der Grenznähe haben wir uns speziell ausgerichtet und führen ein umfangreiches Österreich-Sortiment. Sonderverkäufe, Verkostungen oder Themen- und Saisonaufbauten wie unsere Bayern- und Österreich-Wochen bieten immer wieder ein Einkaufserlebnis. Weitere Highlights sind Fischwochen, frische Messe, Kundenfrühstück und Kundenabende wie unser Schlemmerabend. Der Kundenbeirat ist bei uns eine feste Einrichtung, um regelmäßig mit unseren Kunden über Verbesserungsmöglichkeiten zu sprechen. Ich weiß, dass viele unserer Maßnahmen für ein regiebetriebenes Unternehmen wie Real außergewöhnlich sind und bin stolz über den Erfolg unserer Anstrengungen. Wir wollen für unsere Kunden mehr als eine Einkaufsstätte sein und engagieren uns vielfach in sozialen Projekten in der Region. Dass wir uns als lebendigen Teil der Region verstehen, wird in vielen lokalen Zeitungsartikeln deutlich.